Erinnern Sie sich an das letzte Mal, als Sie traurig und mutlos waren und keiner Sie verstand? Hilflos fragten Sie sich, was nur los ist. Vielleicht haben andere Sie ausgeschlossen oder schlecht behandelt oder Sie hatten keine Hoffnung mehr. Haben Sie das erlebt? Richtig. Es geht uns allen manchmal schlecht. Und die Frage ist, was kann man dagegen tun? Wie geht man damit um? Manche Menschen würden am liebsten aufgeben oder sie beschuldigen jemanden, vielleicht auch Gott. Sie fragen sich, warum sie das erleben müssen und ob das Leben sich noch lohnt. Und warum ging es Ihnen schlecht? Hatten Sie finanzielle Probleme? Ich sprach diese Woche mit einer Frau. Nicht nur ihre Worte zeigten mir ihren Zustand, es stand ihr ins Gesicht geschrieben, wie schlecht es ihr ging. Manchmal machen finanzielle Sorgen einem Menschen zu schaffen oder seine Ehe, oft auch seine Gesundheit oder seine Arbeitsstelle. Sie gefällt ihm nicht oder er verdient nicht genug. Viele sagen, ich verdiene einfach nicht genug, um über die Runden zu kommen. Vielleicht ist es ihre Ausbildung, vielleicht eine Freundschaft. Ein Freund hat sie enttäuscht. Es gibt viele Gründe, warum es Menschen schlecht geht, und wir werden immer wieder bedrückt sein. Aber dieses Gefühl ist schlimm. Und manchmal fühlen wir uns dabei hoffnungslos und hilflos. Darum frage ich Sie, was tun Sie? Und darum geht es in dieser Predigt mit der Überschrift »Noch ist nichts verloren«. Schlagen Sie bitte das 14. Kapitel der Apostelgeschichte auf, um von einer wichtigen Begebenheit im Leben von Paulus zu lesen. Wir sehen hier jemanden, der am Boden war, aber nicht aufgab. Ich erkläre Ihnen zuerst kurz den Hintergrund dieser Geschichte. Im 14. Kapitel der Apostelgeschichte steht, dass Paulus und Barnabas in Lystra gepredigt haben. Dort gab es einen gelähmten Mann mit verkrüppelten Füßen. Paulus rief ihm zu, steh auf, und der Mann sprang auf und fing an, umherzugehen. Nun, alle waren begeistert, denn vor ihren Augen war ein Wunder geschehen, und darum sagten sie, die Götter haben Menschengestalt angenommen und sind zu uns herabgekommen. Das war die falsche Reaktion. Sie wollten aus Paulus und Barnabas Götter machen. In Vers 12 steht, sie nannten Barnabas Zeus und Paulus Hermes, weil er das Wort führte. Und sie brachten ihnen Opfer dar. Sie wollten diese zwei Männer zu Göttern erheben. Dabei hatten sie nur Gottes Wort befolgt und diesen Mann geheilt. Paulus und Barnabas hatten also ihre Mühe mit dieser Situation. Es sprach sich herum, dass sie das Evangelium predigten. Dann kamen Juden aus anderen Städten dazu. Lesen wir davon ab Vers 18. Trotz alledem konnten Paulus und Barnabas die Leute kaum davon abhalten, ihnen zu opfern. Da kamen einige Juden aus Antiochia und Ikonion und hetzten die Menge so sehr auf, dass sie Paulus steinigten und ihn vor die Stadt schleppten. Sie dachten, er sei tot. Doch als die Gläubigen ihn umringten, stand er auf. Am nächsten Tag zog er mit Barnabas weiter nach Derbe. Nachdem sie in Derbe viele Menschen zu Jüngern gemacht hatten, kehrten sie wieder nach Lystra zurück. Sie stärkten und ermutigten die Gläubigen, am Glauben festzuhalten und erklärten ihnen, dass wir alle durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes kommen müssen. Wenn ich diesen Bibelabschnitt lese, sehe ich, was der Apostel Paulus alles mitmachen musste. Wir erleben das nicht im gleichen Maß, aber diese Männer hatten einfach Gott gehorcht. Sie hatten das Evangelium gepredigt und einen Mann geheilt, und dafür wurde Paulus fast zu Tode gesteinigt.
Das heißt, es sah aus, als wäre Paulus tot. Überlegen Sie, wenn jemand gesteinigt wird, wirft man so lange Steine und Felsbrocken auf ihn, bis man meint, er wäre tot. Und ich will Ihnen zeigen, was es war, das dem Apostel Paulus die Kraft gab, wieder aufzustehen. Und Sie können das auf Ihr eigenes Leben übertragen, auf Ihre Situation und Ihre Schwierigkeiten. Wie steht man auf? Denn Paulus blieb nicht lange am Boden. Als Stephanus gesteinigt wurde, wurde er getötet. Als Paulus gesteinigt wurde, wollten sie ihn töten. Er war also am Boden, aber er blieb nicht dort. Aber was ist es im Leben eines Menschen, das ihm hilft, wenn Situationen und Umstände auftreten, die ihm den Boden unter den Füßen wegziehen? Man ist verzweifelt, bemitleidet sich selbst und beschuldigt Gott oder auch andere. Was tun Menschen, wenn sie ganz unten sind? Oft suchen sie zuerst einmal einen anderen, dem sie die Schuld geben können, aber das hat der Apostel Paulus nicht getan. Ich will Ihnen also sagen, was ihm geholfen hat, aufzustehen, und ich hoffe, Sie können das auf Ihre Situation übertragen. Erstens, seine Umkehr. Er hat nie den Tag vergessen, an dem er am Boden lag, nichts sehen konnte und der Herr Jesus Christus ihm eine Frage stellte. Schlagen Sie bitte kurz das 9. Kapitel der Apostelgeschichte auf. Hier steht in den Versen 4 und 5, er fiel zu Boden und hörte eine Stimme. Saul. Sie erinnern sich vielleicht, dass er zuerst Saul hieß. Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte er. Die Stimme antwortete, ich bin Jesus, den du verfolgst. Das vergaß er nie. Diese Erfahrung seiner Umkehr war unvergesslich, als der Herr zu ihm sprach und ihn errettete. Gott sagte ihm, wohin er gehen sollte, mit wem er reden würde und was passieren würde. Seine Blindheit wurde weggenommen und er begann sofort, das Evangelium zu predigen. Darum, wenn Sie am Boden sind, sollten Sie als erstes daran denken, dass Jesus Sie errettet hat. Und er hat Sie nicht gerettet, damit Sie unten bleiben. Er hat Sie gerettet, damit Sie trotz allem, was Sie durchmachen, aufstehen und weitergehen. Und der Apostel Paulus ist dafür das beste Beispiel. Er hätte sagen können, Herr, wenn du mich wirklich liebst und gerettet hast, warum lässt du zu, dass sie mich steinigen? Ich bin doch noch jung. Nein, er erinnerte sich an seine Errettung und wie Jesus zu ihm sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer hier erinnert sich an den Tag seiner Errettung? Amen. Denken Sie daran. Es ist sehr wichtig, dass wir uns an unsere Errettung erinnern, denn das ist der Anfang unseres Weges mit ihm. Unsere Sünden wurden weggewaschen, unsere Namen wurden in das Buch des Lebens geschrieben, wir wurden Kinder Gottes. Und ganz gleich, was auf uns zukommt und egal, was passiert, wir sollten sofort denken, ich bin durch Gottes Gnade gerettet. Egal, was geschieht, mein Name steht im Buch des Lebens und ich werde ihn trotz allem loben. Hören Sie, wenn Sie Gott loben, können Sie nicht unten bleiben. Sie müssen aufstehen. Gott hilft Ihnen, aufzustehen. Das Erste also, was ich Ihnen bei Paulus zeigen wollte, ist, er konnte aufstehen, weil er sich an seine Umkehr erinnerte. Und das Zweite, was wir bei Paulus sehen, ist seine Überzeugung. Schlagen Sie bitte den Philipperbrief auf, Kapitel 1, Vers 16. In diesem Vers sehen wir das Zweite, was ihn aufrichtete. Paulus schreibt, meine Bestimmung ist es, das Evangelium zu verteidigen. In Vers 15 steht, zwar verkündigen einige Christus bloß aus Neid und Streitlust, andere dagegen aus voller Überzeugung. Die einen tun es aus Liebe, weil sie wissen, dass es meine Bestimmung ist, das Evangelium zu verteidigen. Paulus konnte aufstehen, weil er seine Lebensaufgabe kannte. Er wusste, dass er nicht ein Opfer der Steine war. Der Herr Jesus Christus hatte ihm den Auftrag gegeben, das Evangelium zu predigen. Wenn ich darüber nachdenke, sehe ich, wie ihn das motivierte.
Er war scheinbar tot, er war wohl bewusstlos. Und als er zu sich kam, hätte er sagen können, ich halte das nicht aus, ich muss mir das nicht gefallen lassen. Aber was geschah? Er wusste, dass Jesus Christus ihn beauftragt hatte. Er war erwählt. Er hatte eine Aufgabe und einen Sinn im Leben. Er sollte das Evangelium vom Herrn Jesus Christus predigen. Und ich denke dabei auch an das 4. Kapitel vom Philipperbrief. Sehen Sie sich bitte den 11. Vers an. Nicht, dass ich etwas gebraucht hätte. Ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ob ich nun wenig oder viel habe, ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann einen vollen oder einen leeren Magen haben, Überfluss erleben oder Mangel leiden. Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Wir haben wahrscheinlich schon alle diesen Vers zitiert. Wenn Sie also unten sind, bleiben Sie nicht dort. Erinnern Sie sich an die Überzeugung, die Sie haben sollten. Sie sind von Gott berufen, von Gott erwählt, durch Gott gerettet. Und nicht nur das, Sie sind überzeugt, dass Sie mit Ihrem Leben den Herrn Jesus Christus vertreten. Sie bezeugen Ihren Glauben und helfen damit anderen. Wenn wir Schwierigkeiten erleben, sehen wir sie als Hindernis, weil sie Schmerz, Leid und Verzicht mit sich bringen. Dabei gebraucht Gott das alles. Und wie? Wenn wir selbst Schweres mitgemacht haben, können wir anderen helfen, die dasselbe erleben. Vielleicht haben sie nie Schmerz, Verletzung, Ablehnung, Leid, Prüfung und Kummer erfahren. Wenn sie das alles nicht kennen, wie wollen sie dann jemandem helfen, der das alles durchmachen muss? Paulus war überzeugt, er stand auf, weil er den Auftrag hatte, das Evangelium zu predigen. Er wusste, Gott hatte einen Grund, das zuzulassen. Das dritte ist die Zuversicht, die Paulus erfüllte. Er hatte großes Selbstvertrauen. Er wusste, dass der allmächtige Gott ihn erwählt hatte. Und wenn Sie seinen Brief an die Römer und auch seine anderen Briefe lesen, spüren Sie seine starke Zuversicht. Er wusste, Gott hatte ihn gerettet, damit er das Evangelium predigt. Und das 8. Kapitel des Römerbriefs ist ein gutes Beispiel für seine Zuversicht und Gewissheit. Sehen Sie sich doch bitte den 35. Vers von Römer 8 an. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Das alles hatte er schon erlebt. Wird das uns von Christus trennen? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Stehen Sie auf. Wenn es uns schlecht geht, aus welchem Grund auch immer, und wir am Boden sind, haben wir das Recht, aufzustehen. Und warum können wir aufstehen? Wir stehen auf wegen unserer Umkehr. Wir stehen auf, weil wir eine Überzeugung haben. Und wir stehen auf, weil Gott uns die Zuversicht gibt, dass egal was geschieht, uns nichts von seiner Liebe trennen kann. Jemand fragt, und wenn Paulus gestorben wäre? Nun, wenn wir den Körper verlassen, sagte Paulus, sind wir daheim beim Herrn. Große Zuversicht und Gewissheit erfüllte ihn, sodass egal was ihm passierte, wenn er am Leben wäre, würde er aufstehen. Ich möchte Sie etwas fragen. Was machen Sie, wenn Sie am Boden sind? Stöhnen, jammern, klagen, jemanden beschuldigen, an Gott zweifeln? Wie reagieren Sie? Sie haben genau wie der Apostel Paulus das Recht, aufzustehen und weiterzugehen, auch wenn Sie Schweres durchmachen. Sie sagen, aber Gott hat mich nicht berufen, das Evangelium zu predigen. Aber hat er Sie errettet? Ja,
Und warum hat er sie gerettet? Damit sie in einer Beziehung mit Jesus Christus leben, sodass jeder, der ihnen begegnet, Christus begegnet. Sie wurden also nicht nur errettet, damit sie in den Himmel kommen, sie haben eine Aufgabe. Und ich glaube, wir vergessen das manchmal. Wir haben als Christen eine bestimmte Aufgabe. Wir beeinflussen andere, auch wenn wir es nicht wissen. Wo sie arbeiten, wie sie leben, was sie tun, was sie sagen, das alles hat Auswirkungen auf andere. Wir stehen auf, weil wir Kinder Gottes sind. Wir stehen auf wegen dem, was er für uns getan hat. Und wir stehen auf, weil wir wissen, dass der wahrhaftige Gott uns sagt, ich werde dich nie verlassen. Darum wissen wir, dass er bei allem, was wir durchmachen, bei uns ist. Wir sind nicht allein. Wenn es ihnen schlecht geht, bedeutet es nicht, dass sie kein Christ sind. Aber wenn sie als Christ am Boden sind, können sie aufstehen, wegen der festen Grundlage der Zusagen Gottes, nicht weil sie hoffen, besser zurechtzukommen. Überlegen Sie doch jetzt, wo sind Sie gerade? Sind Sie am Boden? Sind Sie ein bisschen niedergeschlagen oder sind Sie oben auf? Und wenn es Ihnen gut geht, warum? Sehen Sie, vielleicht sind Sie glücklich verheiratet. Sie haben viel Geld, fahren ein teures Auto, leben in einem schönen Haus, sind gut gekleidet und haben Freunde. Alles läuft gut. Sie sind oben auf. Nun, das bedeutet alles nicht viel, ehrlich gesagt, denn es fehlt eine feste Grundlage. Es gibt Menschen, die sich nicht um Gott scheren und das alles haben. Aber wenn sie Leid und Verletzung, Schmerz und den Tod erleben, haben sie nichts. Aber wir können aufstehen, weil Jesus in uns lebt. Er kann uns durch alles hindurchtragen, egal was es ist. Paulus hatte nicht nur eine Überzeugung und Zuversicht, sondern auch Mut. Es gehört Mut dazu, Schwierigkeiten, Not und Schmerz durchzustehen. Und wie Sie wissen, sprach der Apostel Paulus oft über Mut. Einen Abschnitt, den Sie vielleicht kennen, finden wir im 2. Korintherbrief. Das Wort Mut kommt in der Bibel nicht oft vor. Aber hören Sie, was Paulus im 5. Kapitel vom 2. Korintherbrief schreibt ab Vers 5. Gott selbst hat uns darauf vorbereitet und uns als Sicherheit seinen Heiligen Geist gegeben. Hören Sie, der Heilige Geist ist Ihre Sicherheit. Sie haben die Gewissheit, dass er immer bei Ihnen ist, die Sicherheit, dass er Ihnen die Kraft gibt, die Sie brauchen, und die Zusage, dass er Sie führt. Der Heilige Geist ist unsere Sicherheit. Deshalb bleiben wir zuversichtlich. Woher kommt unsere Zuversicht und unser Mut? Wir sind mutig, weil der Heilige Geist in uns lebt und damit die ganze Kraft Gottes. Paulus schreibt weiter, deshalb bleiben wir zuversichtlich. Wir sind also immer mutig, obwohl wir wissen, dass wir nicht daheim beim Herrn sind, solange wir in diesem Körper leben. Denn wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Ja, wir sind voll Zuversicht und würden unseren jetzigen Körper gern verlassen, weil wir dann daheim beim Herrn wären. Seid zuversichtlich, sagt Paulus, und mutig. Warum sind wir mutig? Weil der Heilige Geist in uns lebt. Würden Sie sich als mutig bezeichnen? Oder haben Sie schnell Angst? Wir leben in einer beängstigenden Zeit, das steht außer Frage, und wir haben schnell Angst, wenn wir eine unerwartete Gefahr erleben. Aber wir können mutig sein, weil der Heilige Geist in uns lebt. Und er wird uns ermutigen in jeder Situation, der wir begegnen. Warum also konnte Paulus aufstehen? Er konnte aufstehen, weil Gott ihm den Mut dazu gab. Der Geist Gottes lebte in ihm, und in diesem Abschnitt sehen wir, dass wir uns bewusst sein sollen, dass Gott uns Mut gibt. Und eine weitere Eigenschaft, die ihn aufrichtete, war seine Hingabe.
Er war dem Herrn Jesus Christus verpflichtet. Es gibt viele Abschnitte, die das deutlich machen, aber ich möchte kurz aus dem Römerbrief lesen. Kapitel 1. Hören Sie, was der Apostel Paulus zu diesem Thema schreibt, ab Vers 14. Er spricht über seinen Auftrag und den Grund für seinen Brief und schreibt: Griechen und Nichtgriechen, Gebildeten und Ungebildeten bin ich verpflichtet. So liegt mir alles daran, auch euch in Rom das Evangelium zu verkündigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Zuerst den Juden, aber ebenso den Griechen. Was motivierte ihn also dazu, wieder aufzustehen? Es war seine Hingabe. Hören Sie, was er schreibt. Ich bin verpflichtet. Er fühlte sich verpflichtet, das Evangelium möglichst vielen mitzuteilen. Darum stand er auf. Das war seine Motivation. Sie sehen also, warum Paulus aufstehen konnte, obwohl er allen Grund hatte, liegen zu bleiben, aufzugeben und zu sagen, mir reicht's Gott, such einen anderen, der weitermacht. Denken Sie nun an Ihr Leben. Überlegen Sie, was Ihnen zu schaffen macht. Und dann denken Sie an das, was Sie haben. Ihre Bekehrung, Ihre Überzeugungen, Ihre Zuversicht, Ihren Mut und die Hingabe, so zu leben, wie es Gott gefällt. Das sind alles Gründe, nicht unten zu bleiben. Und wenn Sie mal wieder unten sind, fragen Sie sich, warum geht es mir schlecht? Und zweitens, wie lange geht das schon? Und drittens, machen Sie sich bewusst, dass Sie nicht unten bleiben müssen. Reden Sie sich nicht heraus. Sie müssen nicht unten bleiben. Und beginnen Sie zu denken wie der Apostel Paulus, denn in uns lebt derselbe Heilige Geist, der diesem blutig geschlagenen Mann die Kraft gab, aufzustehen und das Evangelium zu predigen. Wir werden von demselben Heiligen Geist ermutigt. Nehmen wir an, Sie sagen, ich bin arbeitslos. Nun, ich sage Ihnen, was Sie tun können. Suchen Sie nicht einen Schuldigen. Sagen Sie einfach, Herr, ich will arbeiten. Ich bin bereit zu tun, was du sagst. Ich vertraue dir, dass du mir die richtige Arbeitsstelle gibst, damit ich nach deinem Plan leben kann. Und so ist es mit allen Schwierigkeiten. Was immer es ist, das sie niederdrückt, es kann sie nicht unten halten, wenn sie so reagieren wie der Apostel Paulus. Er hätte einfach liegen bleiben und sterben können, oder er hätte sagen können, mir reicht's. Aber so war es nicht. Er stand auf und machte weiter. Ich hoffe, Sie erinnern sich heute an eins, auch wenn Sie unten sind, Sie müssen nicht unten bleiben. Der Heilige Geist lebt in Ihnen und er wird Ihnen helfen, sich aufzurappeln und weiterhin das zu tun, was Gott will. Geben Sie nicht auf. Stehen Sie auf. Nicht aus eigener Kraft, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und wenn Sie Kinder haben, sind Sie ihnen ein Vorbild, wie meine Mutter es für mich war. Andere Christen nehmen sich an Ihnen ein Beispiel, und es gibt schwache Christen, die leicht abgebremst oder lahmgelegt werden können, aber Sie sind ihnen ein Vorbild. Sie sind ein Beispiel dafür, was der Geist Gottes in einem Menschen, für einen Menschen und durch einen Menschen tun kann, der eine schwere Zeit durchlebt. Und ich bete, dass Sie sich an ihn wenden und nicht an einen anderen. Und wenn Sie zu den Menschen gehören, die nicht gerettet sind, will ich Ihnen heute sagen, Sie können gerettet werden, da wo Sie sind. Sie müssen nicht aufstehen oder irgendwo hingehen. Bitten Sie einfach den Herrn Jesus Christus, Ihnen Ihre Sünden zu vergeben und geben Sie ihm Ihr Leben. Ihr Leben ist vielleicht chaotisch und so schlimm, dass Sie denken, wird Gott mich retten? Ja, das wird er. Gott vergibt dem, der an ihn glaubt und sich ihm anvertraut und gibt ihm die Gabe des ewigen Lebens.
Und ich bitte für die anderen, die sich vielleicht schlecht fühlen, dass sie diese Gefühle jetzt dem Herrn geben. Danken Sie ihm, dass er in ihnen lebt und dass er ihnen seine Kraft, Zuversicht, Gewissheit, Unerschrockenheit und Mut gibt. So, dass sie, wenn sie heute hier weggehen, bereit sind, dem Leben zu begegnen. Amen. Danke, Herr, dass du heute jemanden gerettet hast. Gib ihm den Mut, bald jemandem davon zu erzählen, und danke für die anderen. Herr, die sich heute entschieden haben, aufzustehen und weiterzugehen in der Kraft des Heiligen Geistes, im Namen Jesu. Amen. In Jesus name. Amen. Dieses Programm haben unsere Kollegen von InTouch Ministries für Sie vorbereitet und ERF Medien hat die deutschsprachige Version produziert. Wenn Sie wissen möchten, wie Sie eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben können, rufen Sie uns gerne an unter 06441 957 1414 oder mailen Sie an service@erf.de. InTouch mit Dr. Charles Stanley wurde ermöglicht durch die Gnade Gottes und die Treue unserer Missionsfreunde in aller Welt.